Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Fürst. Bitte sehr. Susanne Fürst von der FPÖ ist jetzt die nächste Rednerin. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren. Also ich habe großes Verständnis für die Frau Staatssekretärin, dass sie die 33 Fragen aus der dringlichen Anfrage der Freiheitlichen Partei nicht beantworten kann oder will. Denn es heißt zwar immer, die Wahrheit ist zumutbar, aber in diesem Fall ist die Wahrheit wirklich nicht zumutbar, also nicht für die ÖVP. Denn wenn hier umfangreich die Fragen von Kollegen Havenecker beantwortet werden, dann würde das wahrscheinlich zum Beschuldigtenstatus von diversen Funktionären führen. Insofern habe ich hier wirklich Verständnis. Und auch, dass man sagt, es fällt nicht in die Vollziehung der Bundesregierung, sehe ich auch ein. Denn was in die Vollziehung der Bundesregierung fällt, haben wir heute schon gehört, das ist einfach, sind Rücktritte und Regierungsumbildungen. Das reicht, das ist der Gegenstand dieser Bundesregierung. Das können Sie, hat uns heute die Verfassungsministerin Edtstadler schon erklärt, vor zwei Tagesordnungspunkten. Sie war stolz darauf, wie schnell und professionell die Rücktritte der Ministerinnen Köstinger und Schramböck über die Bühne gegangen sind. Es waren sofort neue Minister da, die Regierungsarbeit ist nicht gestanden. Also das ist das, was man hier versteht unter Regierungsarbeit. Ich habe auch Verständnis dafür, dass der Bundeskanzler Nehammer die heutige Auseinandersetzung hier scheut. Er betont zwar immer, dass es nichts Anregenderes gibt, als die Diskussion hier im Parlament, dem stellt er sich so gerne. Aber naja, heute hat er dann der Versuchung doch widerstehen können, weil wenn das Thema ÖVP-Finanzskandale sind und die Handlungsfähigkeit dieser Regierung, dann gilt ihm dasselbe wie hier für die Frau Staatssekretärin. Was soll er denn sagen? Er kann es eben nicht beantworten, diese Fragen. Und ich habe mich aber besonders gefreut, dass wir den Herrn Innenminister heute hier begrüßen dürfen. Vielleicht verrät er uns heute irgendwas. Er war ja gestern einige Stunden im Plenum. Kollege Amesbauer wollte ihm einige Antworten entlocken. Zum umfangreichen den Tagesordnungspunkten aus dem Innenausschuss nichts, niente, keine Antwort. Also das Innere, Asyl, Migration, die ganzen anstehenden Fragen fallen offensichtlich auch nicht in den Vollzugsbereich des Innenministeriums. Aber vielleicht verraten Sie uns heute etwas. Ihr Schweigen ist schon offensichtlich auch Ihrer Generalsekretärin aufgefallen, die schon gemeint hat, es gibt so derartig hohe Asylzahlen. Österreich leidet unter den explodierenden Asylzahlen. Also vielleicht äußern Sie sich. Sie ist natürlich dann gleich gerügt worden vor die Grünen, das sei rassistisch. Wir müssen offensichtlich sagen, wir genießen besonders hohe Asylzahlen. Auf jeden Fall wird man uns ein bisschen Antworten dazu erwarten. Soweit. Heute hat der Abgeordnete Gerstl wirklich Mut bewiesen. Ich bin voller Respekt. Er hat das bayerische Urgestein Franz Josef Strauß zitiert, hat gemeint, dieser habe gesagt, was zutreffend ist, Politik wird mit dem Kopf gemacht und nicht mit dem Kehlkopf. Franz Josef Strauß war übrigens auch der, der vorausgesagt hat, angesichts der aufkommenden Grünbewegung, wenn diese Grünpolitiker mal in die Regierung kommen, dann ist es aus mit uns. Man kann sich das jetzt derzeit in Deutschland ansehen. Wir sind auch auf einem guten Weg. Aber das mit dem Kopf und Kehlkopf finde ich wirklich super, weil ich würde dieser Bundesregierung jetzt wirklich eine schwere Kopflastigkeit im Sinne von tieferer Intellektualität, Sachverstand und so weiter, also wirklich nicht vorwerfen, auch gerade dem Bundeskanzler Nehammer nicht. Vielmehr ist er schon beim Kehlkopf drum. Ich habe es eh verstanden, Ihren Spruch, er war ironisch gemeint. Eh klar. Und ein Appell an die eigene Partei. Doch, Sie müssen auch lachen, weil mit der Kehlkopfpolitik sind wir super beieinander. Bundeskanzler Nehammer, also schon als Innenminister die Lebensgefährder, dann als frischer Bundeskanzler, ja, die Neutralität wurde uns von den Sowjets aufgezwungen. Ein paar Monate vorher oder 10 Jahre vorher, sagen wir so, sind wir 1945 von der Ukraine befreit worden. Also er stellt eigentlich alles so in völlig neuem Rahmen fest. Er fährt nach Russland, um Putin in die Augen zu sehen, nicht etwa mit einem Konzept. Und was ich auch also sehr interessant wirklich zur Kenntnis genommen habe, dass der ukrainische Parlamentspräsident gestern hier im Parlament gemeint hat, also Österreich die Bundesregierung sehr gelobt hat, dass sie bei den EU-Sanktionen so der Treiber waren und ein ganz wesentliches Element. Na, das finde ich ja, also punkto Kopflastigkeit und sinnvoll und Sachverstand echt toll, weil wie schaut es aus bei den EU-Sanktionen? Die russische Währung, der Rubel, war noch nie so viel wert, also wird jetzt da am Weg wirklich zu einer tollen
Währung. Russland, die Einnahmen sprudeln, die Nachteile durch die Sanktionen werden mehr als wettgemacht durch die steigenden Energiepreise. Der Spritpreis kostet übrigens in Russland gerade ungefähr so 1 Euro, so wie es bei uns immer gewesen ist. Wie schaut es jetzt genau bei uns aus im Vergleich? Spritpreis das Doppelte, Energiepreise rauf, Währung hinunter. Super, also wirklich durchdacht, sinnvoll, logisch, tolle Regierungsarbeit. Insofern verstehe ich die Umschiffung aller Antworten auf unsere dringenden Frage. Für Österreich ist das natürlich alles andere als gut und wir hoffen daher, dass sie mal in sich gehen. Viel Kritik mit ironischem Unterton vorgebracht von Susanne Fürst, FPÖ, Kritik an der ÖVP und dem der dringlichen Anfrage ferngebliebenen Bundeskanzler.